Heute geht es um den Begriff Kampf. Was ist Kampf? Ich bin ja der Begründer des Nichtkampfprinzips und habe jahrelang Selbstverteidigung gemacht, also Kampfkunst, Kampfsport. Und den Begriff Kampf, ich glaube, verstanden zu haben, was Kampf bedeutet. Und mein Begriff von Kampf, der weicht so ein bisschen von anderen Begriffen auch ab. Was ist eigentlich Kampf? Was findet in einem Kampf statt? Ein Kampf ist für mich ein Übertragungsmilieu von Gewalt. Aber wie entsteht ein Kampf? Ein Kampf entsteht durch eine Aufforderung von irgendjemandem, der den anderen versucht, in ein Zweikampfverhalten zu binden. Und dann entsteht plötzlich dieser Kampf. Also dieser Ring. Ja? Der Ring, das ist das Kampfmilieu. Und was innerhalb dieses Rings passiert, das ist ein Austausch von Gewalt. Da findet Gewalt statt in diesem Kampf, ne? In diesem Milieu, in diesem Mittler. Und deswegen ist für mich der Kampf ein Mittler, der dafür steht, dass Gewalt übertragen werden kann. Das ist eigentlich Kampf. Und es ist sehr wichtig, auch für das Alltagsbewusstsein, nicht nur für Fachleute, sondern auch für das Alltagsbewusstsein, zu verstehen, was Kampf, Aggressivität, Konflikt und Gewalt, wie das zueinander findet, wie das eigentlich zusammenhängt. Weil die meisten Leute sagen, Aggressivität ist Kampf. Kampf ist Gewalt, Konflikt ist Kampf, nicht? Die binden das einfach irgendwo rein, womit das überhaupt nichts zu tun hat und kommen auf dieser Kette Aggressivität, Gewalt, Konflikt, Kampf, kommen die gar nicht mehr klar. Und das ist auch in der Fachwelt oft so. Also wenn Psychologen über dieses Thema reden, habe ich oft das Gefühl, dass die Spreu nicht vom Weizen zu trennen verstehen. Das habe ich auch in der Pädagogik. In der Pädagogik ist es eigentlich extremer, weil die meisten Psychologen wissen schon über motivationale Konzepte Bescheid und darüber, dass irgendwas angefeuert werden muss und so weiter und wie das dann entsteht. Aber die meisten Menschen wissen das halt nicht. So, Kampf ist ein Mittler von Gewalt. Ich muss den Ring erst eröffnen, damit ich Gewalt überhaupt übertragen kann. Das ist ganz wichtig. Die Strategien von Tätern, von Gewalttätern sind die, dass sie Bagatellisierungen fahren und sagen, ey, was guckst du denn so blöd? Jetzt ganz banal gesagt, ey, was guckst du denn so blöd? Aber sie versuchen, den anderen immer in ihr Milieu hineinzuzwingen, um den Kampf darin zu eröffnen. Und wenn man dies als Strategie versteht, hat man auch sehr, sehr viele, hat man sehr, sehr viele Anhaltspunkte, wie Gewalt auch auf der Straße passiert. Ja, meinetwegen auch auf Demonstrationen. Ja, wenn die Polizei eingreift oder nicht eingreift. Oder wenn bestimmte Randgruppen, die versuchen, eine Demonstration mit Gewalt zu überhäufen. Ja, weil das ist ja häufig auch fingiert, dass da Gewalt passiert und die Kameras nur darauf richten. Aber die anderen Leute, wie wir das in diesem Jahr in Frankfurt erlebt haben, wo die Kameras dann nur auf die zerstörten Polizeiautos fixiert waren und irgendeine Gruppe hat dort den Kampf eröffnet. Und das war Schlagzeile in allen Medien. Aber was die Demonstranten dort, nicht, vor dem Römer gemacht haben, das wurde überhaupt nicht mehr groß artikuliert. Und es wurde fixiert darauf und das hat System. Also ein Kampf zu hinterblicken, wie ein Kampfmilieu entsteht und wie die Einladungsforderung passiert, durch Schubsen, durch Rangeln, durch blöde Sprüche oder dadurch, dass eine bestimmte Gruppe von Demonstranten die Polizei hart attackiert, obwohl die anderen das alle gar nicht wollen. Die wollen das gar nicht. Die wollen nur demonstrieren und sagen, das läuft schief und darüber wollen wir jetzt reden und das ist unsere Sichtweise und nehmt die jetzt wahr. Und um das Ganze zu sprengen, gibt es irgendwelche Leute, meinetwegen auch Vorleute, die dann versuchen, nicht, einen Kampf zu eröffnen, damit wirklich eine Explosion von Gewalt dort existiert. Und das ist wichtig, deswegen sage ich, es ist wichtig zu verstehen, dass der Kampf ein Vermittler, ein Mittler ist von Gewaltaffinität, von Gewalthandlungen. Und wenn ich diesen Ring eröffne, dann muss ich nicht unbedingt eine Einladung annehmen. Ich kann auch sagen, nö, ist jetzt nicht mein Kampf, ist nicht mein Ding, mach ich nicht. Mach du mal mit irgendjemand anders, aber mit mir jetzt gerade nicht. Nö, hab keinen Bock drauf. Meine Mutter hat Geburtstag, ich esse lieber eine Torte oder lieber einen Kuchen oder ich gehe lieber mit meinen Kindern baden oder ins Hallenbad oder sonst so. Das kann ich alles machen, so als Strategie. Ja, das ist eigentlich das, was Kampf ist. Kampf braucht immer Menschen, ein Mensch, der versucht, den anderen einzubingen in seine Gewaltantworten, in sein Gewaltverhalten. Ja? Und das ist eigentlich das, was Kampf ist. Kampf ist nur der Ring, das Milieu, der Mittler
von Gewalt, nichts anderes. Und lasst euch nicht ins Boxhorn jagen von Leuten, die euch in den Kampf einfordern und einladen. Lehnt es ab, sagt, nö, ist nicht mein Ding, mache ich nicht. Und dann werdet ihr auch keine Gewalt übertragen bekommen von dem, der gerade versucht, Gewalt zu übertragen. Das ist ganz wichtig, das zu trennen. Dann habe ich nämlich eine Strategie und kann sagen, so und so ist das für mich und so mache ich das nicht. Jetzt als Kampfkünstler zum Beispiel, der ich ja seit 1978 bin und eine Schule hatte und all diese Dinge, die ich schon oft erzählt habe, habe ich das, was ich jetzt erzähle über Kampf, nie gelernt, dass Kampf so etwas ist. Kampf war immer Zweikampf. Zweikampf war immer Kampf. Das war eigentlich das, was wir gelernt haben. Und wir mussten uns optimieren und wir haben gelernt, uns zu optimieren in einen Kampf für die Kampffähigkeiten des anderen, um da noch mehr Fähigkeiten und so weiter und besser und unverletzt vielleicht rauszugehen. Das haben wir, das lernt ein normaler Kampfkünstler, ganz platt gesagt jetzt, über Kampf, über eine Kampfstruktur. Aber dass der Kampf ein Mittler ist, ein Ring ist, in dem Gewaltübertragung stattfindet, verändert sogar Selbstverteidigungstechniken, wenn man das verstanden hat, das Prinzip, was sich dahinter verbirgt. Nicht? Ja, es freut mich, dass ihr zugehört habt. Heute haben wir den Begriff Kampf ein klein wenig erörtert. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Euer Rüdiger. Tschüss.